Deutschland 1948. Die Souveränität liegt noch bei den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Auch das Wirtschaftsleben kontrollieren die Amerikaner, Briten, Franzosen und Sowjets. Doch 3 Jahre nach Kriegsende sind immer noch viele Läden geschlossen. Überall herrscht Mangel, viele werden nicht satt. Das alte Geld ist immer weniger wert. Auf den schwarzen Markt habe versucht, Vaters Lederjacke loszukriegen und hatte sofort einen Käufer und hatte sofort, so, ich weiß nicht, 1000 Mark oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Jedenfalls war es für uns ganz schön viel Geld, mindestens 5 Brote. In allen Besatzungszonen wird Ware gegen Ware getauscht. Mundraub aus purer Not ist keine Seltenheit. Eine Währungsreform soll im Westen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Er zählt zu den Vätern des künftigen neuen Geldes, der spätere Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Doch wurde die Reform in den Westzonen von der US-Militärregierung vorbereitet. Auch der Name und die Gestaltung der D-Mark sind made in USA. Die Militärregierung verfolgte damit ein weitergestecktes Ziel, ob nun für das ganze Deutschland oder nur einen Teil. Ziel war, Deutschland in der Zukunft zu einem funktionierenden Teil der gesamteuropäischen Wirtschaft zu machen. In einer Geheimaktion verschiffen die Amerikaner Ende 1947 rund 23.000 Geldkisten nach Deutschland. Die Operation Bird Dog ist der Beginn für ein neues Wirtschaftsleben in den Westzonen. Und soll die Sowjetunion, die Ostdeutschland kontrolliert, vor vollendete Tatsachen stellen. Den Start der neuen Währung im Westen legt die US-Militärregierung auf einen Sonntag, den 20. Juni 1948. Die Ausgabe der D-Mark sorgt für Aufbruchstimmung und Konsum. Das Erste, was ich gemacht habe, mir einen Pfund Wurst zu kaufen und die in einem Stück zu essen. Ich kaufte also ein halbes Pfund Butter und machte mir dann Kartoffelpüree mit Spiegeleiern, brauner Butter über den Blumenkohl und dann schließlich als Nachtisch die Kirschen. Das Ganze kostete mich 4 Mark und war für mich ein, wenn Sie so wollen, ein Festessen der neuen Währung. Und plötzlich füllten sich auch die Schaufensterauslagen, denn jetzt bekamen die Händler harte Währung für ihre Ware, die sie vorher noch gebunkert hatten. Am nächsten Tag ging man an den Fenstern vorbei und die waren voll, die Schaufenster. Zigaretten, Schokolade, alles was man toll, Alkohol, Schnaps, Wein, alles. Die D-Mark legt im Westen den Grundstein für das kommende Wirtschaftswunder. Doch sie vertieft auch die Spaltung Deutschlands, was die Ostwochenschau hervorhebt. Am 20. Juni wurde Deutschland in 2 Teile zerrissen. Die Westmächte führten unter Bruch feierlich eingegangener Verpflichtungen in Westdeutschland eine separate Währung ein. Jedem war klar, den Deutschen genauso wie uns, dass die Währungsreform in der Trizone der eigentliche Gründungstag des deutschen Weststaats war. Die D-Mark wird zum Symbol für Aufschwung und Wohlstand.